In der Welt von Lara Croft gibt es mehr als die Suche nach antiken Artefakten und geheimnisvollen Schätzen. Denn für die unerschrockene Abenteurerin ist das Streben nach Exklusivität und Ästhetik scheinbar genauso wichtig wie das Bezwingen gefährlicher Grabstätten. So hat Lara nicht nur ein Gespür für längst vergessene Relikte, sondern auch für dekorative Kunstwerke. Und dass sie diese nicht bei irgendwelchen schwedischen Möbelhäusern kauft, dürfte eigentlich jeder von uns ahnen. Schließlich braucht man für Laras Heim das gewisse Etwas. Und das erhält man nicht von der Stange. Während die ursprünglichen Spiele der 90er Jahre uns nur vage Einblicke in Laras Umgebung gewährten, offenbaren die neu aufgelegten Remaster eine Fülle von Details, die vorher hinter Pixeln verborgen waren. So sind nun auch die Werke, die sich an Laras Wänden befinden, ganz klar zu erkennen. Jedes der Kunstwerke hat seine eigene Geschichte. Und deshalb begeben wir uns heute auf eine Reise durch die Galerien des Croft Manor. Der Rundgang durch Laras Residenz startet im Kaminzimmer. Dort fällt der Blick zunächst auf ein Porträt von Elisabeth I. Sie war von 1558 bis an ihr Lebensende im Jahr 1603 Königin von England. Dieses Abbild von ihr trägt den Namen Drew Portrait, stammt von George Gower und wurde so ungefähr um 1580 herum gemalt. Während Elisabeths Blick aus den vergangenen Jahrhunderten den Raum durchstreift, scheint Lara selbst gerne am Fenster in Gedanken versunken zu sein, um sich auf bevorstehende Abenteuer vorzubereiten. Ein Buch über Vilcabamba und die verborgenen Geheimnisse der Inka liegt offenbar kürzlich gelesen auf ihrem Fenstersims. Während der Regierungszeit von Elisabeth I. entstanden viele künstlerische Werke, wie beispielsweise von dem Dramatiker William Shakespeare. Unweit des elisabethanischen Porträts findet sich ein Gemälde, welches ich erst für diesen gehalten habe. Unter anderem wegen des Totenkopfes, der unweigerlich an sein berühmtes Werk Hamlet erinnert. Es handelt sich jedoch um das sogenannte Ashburn-Porträt, ein unsigniertes Ölgemälde aus dem Jahr 1612, das heute in der Folger Shakespeare Library in Washington, D.C. zu finden ist. Es zeigt eigentlich den Geschäftsmann und Lord Major of London Hugh Hammersley. Doch ich bin nicht die Einzige, die dieses Porträt für Shakespeare gehalten hat. Auch der ursprüngliche bekannte Besitzer erwarb es, weil er glaubte, den berühmten Schriftsteller auf Leinwand verewigt zu sehen. Das Gemälde wurde aber im Laufe der Zeit verändert, mit dem Ziel, Hammersley in Shakespeare zu verwandeln. Warum genau, kann ich euch leider nicht sagen. Die entscheidenden Anpassungen, darunter das Übermalen des Wappens, die Manipulation des Datums von 1612 auf 1611 und das Anheben der Haarlinie, um sie der kahlen Erscheinung Shakespeares in anderen Abbildungen anzupassen, blieben eine lange Zeit unbemerkt. Dass es sich nicht um den Dramatiker handelt, fand man erst im Jahr 1979 bei Restaurierungsarbeiten heraus. An der Seite von Shakespeare findet sich ein Gemälde eines Ritters. Wie die Spieleentwickler selbst sagten, handelt es sich hier um ein Easter Egg und eine Anspielung auf das Spiel Legacy of Kain von Crystal Dynamics. Das Bild in Laras trautem Heim hat zwar einige Änderungen durchgemacht, die Pose und das Bildarrangement erinnern jedoch stark an ein Gemälde von Sir Frank Swettenham, das von dem amerikanischen Künstler John Singer gemalt wurde. Swettenham lebte von 1850 bis 1946 und war so etwas wie der Chef oder Anführer der föderierten malaysischen Staaten. Diese Staaten waren früher getrennte Königreiche, doch sie haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam zu agieren. Sir Frank hat dieses Gebiet von 1896 bis 1901 geleitet. Die Straits Association, die damalige Regierung, hat daraufhin, um seine Dienste zu ehren, ein Gemälde in Auftrag gegeben. Nach seiner Fertigstellung in London wurde es nach Singapur gebracht und der Kolonie überreicht. Dort befindet es sich nun im Nationalmuseum. John Singer malte auch eine weitere Version in einer anderen Norm für Swettenhams persönliche Sammlung. Diese ist nun in der National Portrait Gallery in London zu bewundern. Nun geht es weiter zum Esstisch, wo direkt beim Fenster ein wahrer Schatz der Malerei aus dem 17. Jahrhundert auf uns wartet. Jan Vermeers, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge von 1665. Das 17. Jahrhundert markierte eine Blütezeit der Künste in den Niederlanden, die auch als das Goldene Zeitalter bekannt ist. Inmitten dieses kulturellen Aufschwungs entstanden Meisterwerke wie Vermeers, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, welches zu den bekanntesten Schätzen dieser Epoche zählt.
Es wird oft als die Mona Lisa des Nordens betitelt und fasziniert Betrachter bis heute. Ähnlich wie bei Leonardo da Vincis berühmtem Werk ist die Identität der Dargestellten von einer Aura des Rätselhaften umgeben und ihre wahre Geschichte bleibt im Nebel der Vergangenheit verborgen. Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge gehört zu den wenigen Gemälden, die Vermeer hinterlassen hat. Überraschenderweise erlangte es bei seiner Fertigstellung jedoch keine unmittelbare internationale Bekanntheit. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als es in einer Sonderausstellung in der National Gallery of Art in Washington D.C. präsentiert wurde, erfuhr das Gemälde eine Wiederentdeckung und erlangte die Anerkennung, die ihm gebührt. Heute kann man es als Druck in zahlreichen Baumärkten erwerben. Auf der anderen Seite des Zimmers hängt ein Kunstwerk, das im Jahr 1865 fertiggestellt wurde. Es trägt den Namen Der Brief und wurde von dem Franzosen Camille Corot gemalt. Dass Lara ein Werk dieses Künstlers besitzt, könnte mit Corots Ruf als einer der meistgefälschten Künstler weltweit zusammenhängen. Heute befindet sich das Originalgemälde im Metropolitan Museum of Art in New York City. Es zeigt eine Frau, die in einem Stuhl sitzt und einen Brief liest. Corot ist eigentlich bekannt für seine Landschaftsmalerei, aber dieses Werk zeigt sein Talent für die Darstellung von Figuren. Von der Ruhe des Pinselstrichs von Camille Corot werden wir nun einige Jahrhunderte weiter in die Vergangenheit, ins Jahr 1625 geführt. Denn direkt daneben hängt der Lautenspieler von Valentin de Bologne. Dieser gilt als der größte französische Anhänger des italienischen Malers Caravaggio und zählte zu den herausragendsten ausländischen Künstlern im Rom des 17. Jahrhunderts. Er neigte dazu, Szenen von Musik, Trinkgelagen und Wahrsagerei in einer direkten und lebhaften Art darzustellen, genauso wie es auch dieses Gemälde zeigt. In diesem Fall präsentiert das Gemälde die Szene eines jungen Musikers in eleganten Kleidern, der ein Liebeslied vorträgt. Doch da der Lautenspieler einzeln abgebildet ist, ohne ein ganzes Ensemble, ist dieses Werk für den Künstler einzigartig. Möglicherweise stand es symbolisch für den Spitznamen, den er in Rom trug: Amador. Ein spanisches Wort für Liebhaber. In den 1650er Jahren gehörte dieses Gemälde zur Sammlung von Kardinal Mazarin, dem Chefminister von Ludwig XIV. Hinter dem Kaminzimmer findet sich der Gymnastikpavillon. Dort hängt ein großer Wandteppich, der Zar Peter den Großen nach seinem Sieg über die Schweden in der Schlacht von Poltawa im Jahr 1709 darstellt. Dass er auf diesem Pferd etwas zu groß geraten aussieht, ist kein Zufall. Nach einigen Angaben war Zar Peter tatsächlich eine Erscheinung von außergewöhnlicher Größe. Unterschiedliche Quellen nennen Maße von über 2 Metern. In diesem Raum betätigt sich Lara aber nicht nur sportlich, sondern gibt auch ihre musikalische Früherziehung zum Besten. Während sie entspannte Stunden an ihrem Flügel verbringt, fällt ihr Blick auf das Porträt einer unbekannten Dame, gemalt von Rodrigo di Villandrando im Jahr 1610. Er lebte von 1588 bis 1623 und war ein Hofmaler während der Herrschaft von Philipp III. Von Spanien. Nachdem wir die Schönheit und Eleganz des Porträts der unbekannten Dame haben auf uns wirken lassen, entdecken wir nun eines der Gemälde aus der Maria Magdalena-Reihe von Georges de la Tour. Dieses besondere Werk trägt den Titel Büßende Maria Magdalena und hat heute seinen Platz im Metropolitan Museum of Art in New York gefunden. De la Tour ist bekannt für seine meisterhaften Darstellungen von Licht und Schatten. Das Gemälde direkt über der Harfe und das unten links vom Wandteppich bleiben mir leider ein Rätsel. Von den weniger bekannten Werken geht es nun zu einem herausragenden Porträt. Am Ausgang des Gymnastikpavillons findet sich zur Rechten ein Bild von Maria Stuart, Königin von England und durch ihre Ehe auch für kurze Zeit von Frankreich. Der Künstler dieses Werks ist leider nicht bekannt, dafür aber etwas über die Entstehung. Diese Darstellung von Maria Stuart stammt aus einer Zeit mehr als 20 Jahre nach ihrer Hinrichtung im Jahr 1587. Der Künstler schöpfte wahrscheinlich Inspiration aus einem kleinen Gemälde, das während Marias Gefangenschaft in England entstanden war, um ihre Gesichtszüge abzubilden. Ein interessanter Kontrast dazu ist das Porträt des Mannes mit dem Turban, das sich zu Marias Linken befindet. Dieses Gemälde aus dem Jahr 1433 zählt zu den bekanntesten Werken des flämischen Malers Jan van Eyck, einem der wichtigsten Wegbereiter der frühniederländischen Renaissance. Er lebte von 1390 bis 1441. Angeblich soll es sich bei dem Mann mit dem Turban um ein Selbstporträt handeln.
Diese Deutung stammt aus dem Jahr 1655 und ist bis heute unter Kunsthistorikern umstritten. Die genaue Identität des Dargestellten bleibt Gegenstand von Diskussionen und Forschungen. Im Jahr 1851 fand das Meisterwerk seinen Weg in die National Art Gallery in London, wo es bis heute bewundert werden kann. Von Jan van Eyck geht es weiter zu dem Schaffen eines weiteren flämischen Malers, der die Kunstwelt zu seiner Zeit maßgeblich geprägt hat. Denn am Kopf der großen Flügeltreppe in der Eingangshalle erwartet uns ein Stillleben mit dem Titel »Hündin mit ihren Jungen und dem Koch und der Köchin« von Franz Snijders. Dieser flämische Maler des Barock ist vor allem für seine Stillleben und Tierdarstellungen bekannt. Snijders zeichnet sich durch seinen Detailreichtum und seinen Realismus aus. Jedes einzelne Objekt ist mit großer Sorgfalt und Präzision dargestellt, was dem Gemälde eine beinahe fotografische Qualität verleiht. Aktuell ziert dieses, sowie viele weitere Werke von ihm, soweit ich weiß, die Wände des Rijksmuseum in Amsterdam. Die Reise durch die Kunstgeschichte führt uns nun zu einem kleinen, aber feinen Gemälde des französischen Malers Claude Lorrain. Es trägt den Titel »Meereshafen bei Sonnenuntergang« und befindet sich hinter den Kisten in Richtung des Turnsaals. Laras Version des Gemäldes hat allerdings einen etwas kleineren Ausschnitt. Dieses Kunstwerk und sein Gegenstück, das Dorffest, stehen im harmonischen Dialog zueinander. Während das eine die Einwirkung des Sonnenuntergangs auf das Meer mit den Gebäuden und einem offenen Himmel darstellt, präsentiert das andere eine Landschaft, in der der Himmel teilweise von stattlichen Bäumen verdeckt ist. Beide Werke sind sicher aufbewahrt im Louvre. Tatsächlich sind die beiden Stücke im Louvre aber auch nur Kopien, die der Künstler selbst angefertigt hat. Die Originale befinden sich heute in der Sammlung des Herzogs von Northumberland in Großbritannien. Die restlichen Gemälde im Croft Manor wiederholen sich und variieren lediglich in ihren Größen. Doch bei Laras Poolbereich gibt es noch etwas zu entdecken. Das Wandrelief, das die Badeoase umgibt, ist die sogenannte Musenbasis aus Mantinea, eine Statuengruppe eines berühmten Bildhauers der griechischen Antike namens Praxiteles. Diese Reliefs repräsentieren die Musen, die in einigen Versionen des Marsyas-Mythos als Richterinnen eines musikalischen Wettbewerbs dienten. Dieser Mythos erzählt von Marsyas, der Apollo zu einem musikalischen Duell herausforderte. Marsyas spielte auf seiner Doppelflöte wunderschön, aber Apollo spielte auf seiner Leier immer noch ein bisschen schöner. Marsyas wurde also besiegt und dann so übel bestraft, dass aus ihm ein Fluss entsprang. Auf dem einen Abbild hält die Muse auf der linken Seite eine antike Doppelflöte, die in der Mitte hält die Falten ihres Gewands und die rechte Muse sitzt und spielt ein kleines Saiteninstrument. Das andere Relief im Croft Manor ist ein wenig abgewandelt. Hier im Spiel sieht es aus, als würde die eine Person der anderen einen Wasserkrug reichen. Im Original hält die linke Muse einige aufgerollte Pergamentblätter, die zentrale Muse eine zusammengerollte Schriftrolle und die rechte Muse eine antike Leier. Aller Wahrscheinlichkeit nach gab es 9 Musen. Daher gab es wohl auch ein viertes Wandbild, das die fehlenden 3 Musen darstellte. Ein weiteres Relief ist aber noch bekannt. Auf diesem ist der sitzende Gott Apollo zu sehen. In seiner linken Hand hält er eine antike Leier. Seine andere Hand greift in sein Gewand. Auf der rechten Seite ist Marsyas zu sehen, während er die Doppelflöte spielt. In der Mitte steht ein bärtiger Mann mit einer Art Mütze, einem kurzen Gewand und Hosen. Er hält ein Messer in der Hand. Er scheint der Diener zu sein, der Marsyas bestraft, nachdem dieser seinen musikalischen Wettstreit gegen Apollo verloren hat. Nachdem wir nun einen Blick auf den griechischen Gott Apollo und den tragischen Marsyas-Mythos geworfen haben, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf ein weiteres Element der griechischen Kunst und Mythologie. Die große Skulptur in der Mitte, direkt vor dem Relief, sieht ebenfalls so aus, als könnte sie von Praxiteles stammen. Jedoch handelt es sich hier um die berühmte Venus von Milo, eine Skulptur, die die Göttin Aphrodite darstellt. Der Künstler dieser Majestät bleibt jedoch unbekannt. Die Venus von Milo ist ein Werk von vor 2000 Jahren und zählt zu den weltweit bekanntesten Kunstwerken. Die Geschichte der Skulptur nimmt ihren Lauf an einem Mittag im April 1820 auf der kleinen griechischen Insel Milos. Dort sah ein französischer Marinesoldat, der sich mit seinem Schiff im Hafen der Insel befand, einen Bauern, der Steine in den Ruinen einer antiken Schule sammelte. Er war gerade dabei, einen nackten weiblichen Oberkörper aus weißem Marmor aufzugeben, weil er nichts damit anzufangen wusste.
Als Hobbyarchäologe überredete der Soldat ihn zum Weitergraben. Dabei wurden der passende Unterkörper, die Beine und weitere Teile gefunden. Der Soldat informierte seinen Kapitän, der den französischen Konsul um Anweisungen bat. Nach hitzigen Diskussionen und Verhandlungen mit den griechischen Behörden wurde die Venus schließlich an Frankreich übergeben. Die Restaurateure des Louvre machten sich sofort an die Arbeit und setzten die Bruchstücke zusammen und verschiedene Wissenschaftler vertieften sich in das Rätsel und den Charme der Göttinnenstatue. Doch bald erhob der Bürgermeister von Milos die Forderung nach Rückgabe der Skulptur. Bisher jedoch ohne Erfolg. Die rechtliche Lage bleibt verworren und das Schicksal der Venus von Milos wird weiterhin von Kontroversen und Debatten umhüllt. Während einige Stücke in Laras Heim möglicherweise als Originale durchgehen könnten, sind die meisten wohl eher geschickte Nachahmungen. Aber ob echt oder nicht, sie alle bergen Geschichten von einer reichen Vergangenheit. Das Croft Manor ist schließlich mehr als nur ein Zuhause. Es ist ein lebendiges Zeugnis für Laras tief verwurzelte Leidenschaft für Abenteuer und Antike. Jedes Gemälde, jede Statue und jedes Artefakt erzählt von vergangenen Epochen. Doch das wahre Schicksal der Kunstwerke bleibt wohl ein Geheimnis. Aber eins ist sicher: Das Croft Manor ist immer für Überraschungen gut. Thank you.